Geht nicht mit, rufen auf einmal Flüchtlinge vor dem gestoppten Zug in Bitschke einer anderen Flüchtlingsgruppe zu, die hier ganz freiwillig mit der Polizei mitgeht. Zuerst hieß es noch, sie dürfen sich frei bewegen, doch plötzlich kommt alles ganz anders. Jetzt wird den Flüchtlingen klar, dass sie in Ungarn bleiben und nur noch ins Aufnahmelager von Bitschke gebracht werden sollen. Eine Familie aus Syrien will nicht auf die Polizei hören, versucht noch, sich zu widersetzen. Wollen nicht wahrhaben, dass sie in Ungarn bleiben müssen. Denn die ganze Familie hatte doch schon gültige Zugfahrscheine nach Deutschland. Ein Dolmetscher, geschickt von der Polizei, versucht, die aufgebrachte Familie zu beruhigen. Schon am Nachmittag ebenso pure Verzweiflung. Ein Mann aus Syrien zwingt seine Frau und das Kind demonstrativ vor laufenden Kameras zu Boden auf die Gleise am Bahnhof in Bitschke. Sie schreien um Hilfe, weil auch sie begreifen, dass die Polizei sie in das Aufnahmelager bringen will, um sich dort nach EU-Regeln registrieren zu lassen. So wie alle anderen Flüchtlinge, die schon den ganzen Tag wütend am kleinen Bahnhof von Bitschke ausharren. Sie haben uns gezwungen, aus dem Zug auszusteigen. Doch wir haben Tickets. Wir wollen nach Deutschland, über Österreich, wie es uns zuerst gesagt wurde. Groß war die Hoffnung noch, nach Deutschland zu gelangen, als sie am frühen Morgen plötzlich den Budapester Ostbahnhof wieder betreten, sogar in den Zug einsteigen durften. Bei vielen brach Angst aus, keinen Platz mehr zu ergattern. Doch wohin der Zug eigentlich fährt, echte Gewissheit gab es dafür zu keinem Zeitpunkt. Viele haben immer wieder gefragt, ob der Zug nach Deutschland geht. Zuerst keine Antwort, doch dann hieß es, es sollte Sopron sein, nahe der österreichischen Grenze. Doch dort kam der Zug nie an. Seitdem herrscht Nervosität unter den vielen zurückgebliebenen Flüchtlingen in Budapest. Sie reagieren mit einem spontanen Sitzstreik, als sie erfahren, dass der Zug mit ihren Angehörigen und Freunden in Bitschke angehalten wurde. Für den chaotischen Umgang mit den mehreren tausend Flüchtlingen bekam Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban heute in Brüssel deutliche Kritik zu hören. Er aber kontert so: Das Problem ist kein europäisches Problem. Das ist ein deutsches Problem. Kein Flüchtling will in Ungarn bleiben oder Polen, der Slowakei oder Estland. Sie wollen alle nach Deutschland. Wie auch die Flüchtlinge in Bitschke. Auf selbstgeschriebenen Zetteln steht, wohin sie eigentlich hinwollen. Den gestoppten Zug verlassen wollen sie auch am Abend nicht. Ihre Hoffnung ist, Ungarn doch noch verlassen zu dürfen.